zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzet würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt David, ihr heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte David war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Thank you.
keinen Raum in der Herberge. Heiland vor uns hegt. Zu sehen, wie ihn der Menschen Leid bewegt.
leuchten Sohn kömmt in die Welt, weil ihm ihr Heil so wohl gefällt.
Thank you.
es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herren leuchtet um sie. Und sie fürchten sich thank you.
heißt so schön. Such die Anmut zu gewinnen, geht und ladet und ladet Herz und Sinne und ladet Herz und Sinne. Freude heißt zu schön. Geht, die Freude heißt zu schön. Such die Anmut zu gewinnen. Geht und labet Herz und Sinne. Das hab zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in eine Krippe liegen. Denn hin, Hirtenkind, dass ihr das Wunder seht und findet ihr des höchsten Sohn in einer harten Krippe liegen. So singet ihm bei seinen Wegen aus einem süßen Ton.
Und alsobald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen: Uns kann es so wie euch erfreuen. Thank you.
gingen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Lasset uns umgehen, lasset uns umgehen, Thank you.
Thank you.
Wie denn zu ihnen gesagt.